Hallo und herzlich willkommen bei Pokémon JM, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Stefan. Und ja, ich weiß, ich bin einen Tag zu spät. Es tut mir unglaublich leid. Aber heute gibt's wieder Cards by Mail. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, das Video hochzuladen, weil ich es gestern erst gemacht habe. Weil ich eigentlich montags immer früher aus habe von der Arbeit und da immer dann schön Zeit habe, die Videos aufzunehmen. Habe aber dann leider am Montag durcharbeiten müssen bis um 7 Uhr abends und hatte einfach am Abend keinen Bock mehr, noch was aufzunehmen. Und ich will ja schon irgendwie Lust haben, weil sonst, wenn ich mich dazu zwinge, dann sind die Videos einfach nicht authentisch genug. Wie dem auch sei, heute ist dann Mittwoch leider. Oder ist Mittwoch. Cards by Mail. Wir sagen jetzt einfach, heute ist Dienstag. Cards by Mail-Tag. Und wir haben ein paar Briefe bekommen, die wir heute öffnen. Zwei Postkarten und 3, 4, 5 Briefe, glaube ich. Würde ich mal sagen, starten wir direkt los. Die Ärmel nach hinten und los geht's. Der erste Postkarte ist von, keine Ahnung wem. Pokémon Go 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 für den besten Pokémon-Tuber-YouTuber. Alles klar. Hier ein Kuhn, der Kuhn von South Park, sehr, sehr cool. Vielen Dank für diese Postkarte. Hier haben wir noch eine Postkarte, Pokémon Jam ist der Beste. Grüße aus Hamburg. Okay, Hamburg, vielleicht aber auch Hamburg, keine Ahnung. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch hier für den Namen haben wir hier leider keinen für den Gruß. Und schöne Karten. Dann haben wir hier, würde ich mal sagen, oh, okay, das gehört hier nicht rein. Das war ein Brief von einem Verein von mir, alles klar. Haben wir hier einen Brief von Julien. Julien hat uns hier zwei Briefe geschickt, sehe ich gerade. Hier ist was drin, hier fühlt sich irgendwie so an, als wäre gar nichts drin. Mal gucken, aber einen leeren Brief, wer würde uns denn schon einen leeren Brief schicken? Jetzt Seite, ah ja, da haben wir's. Hey Stefan, wie geht's? Oh, was ist das denn für ein Papier? Okay, hey Stefan, wie geht's? Mit freundlichen Grüßen, dein Lauch namens Maria. Alles klar, Maria. PS, sorry, dass der Brief oben abgerissen ist. Der Block ist retarded. Kellogg's hätte den kompetitiver gemacht. Alles klar. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Maria, für diesen tollen Brief. Und was schickt uns Maria dann hier noch? Einen Zettel wieder und... Oh, ein Kuli. Wow. Kamp, Elektrotechnik. Bekomme ich jetzt 100.000 Euro, für das ich für diese Firma hier Werbung gemacht habe? Lieber Stefan, kannst du meinen Stift unterschreiben? PS, ich habe dich im Radio gesehen. Alles klar. Du willst, dass ich den Kugelschreiber unterschreibe. Schaffe ich das denn? Gordi, was machst du denn mit der Schachtel? Ey, meine Katze dreht schon wieder durch. So, wo haben wir denn mein Edding? Da hinten liegt er. Da ist er. Okay. Okay, we try it. Jeff von Pokémon JM und den Retarded Smiley müssen wir noch dazu packen. Yeah! Wir haben einen Kugelschreiber unterschrieben. Awesome. Okay, ich schicke dir den dann irgendwie wieder zurück. Dafür bräuchte ich aber dann nochmal deine Adresse, denn die habe ich hier schon überall rausgelöscht. Oder weggelöscht, weggekritzelt. Einen Kugelschreiber unterschrieben. So, dann haben wir noch zwei Briefe. Einmal von Tobias. Der schickt uns hier einen kleinen A5-Brief. Was ist denn da alles? Oh, wow. Okay, god damn. Hoffentlich hat man es nicht lesen können, ansonsten RIP. Bitte unterschreiben. Bonus. Okay, ist nichts mehr drin. Hallo Pokémon JM Team. Hallo Stefan oder Marc. Hi, ich bin's, der Stefan. Ich wollte mich einfach mal für die tollen Videos bedanken.
Sie sind wirklich richtig cool. Ich hoffe, dir gefällt der kleine Bonus. PS, könntest du bitte die drei Karten unterschreiben und mir zurückschicken? Das wäre richtig nice. Viele Grüße, Tobias. Das ist ein Flamiau. Dieses Flamiau ist sehr traurig, weil die drei Karten noch nicht unterschrieben wurden. Mach es wieder glücklich, Stefan oder Marc. Okay, alles klar, Stefan wird es wieder glücklich machen. Hier haben wir noch einen Bonus. Gucken wir uns mal den Bonus an. Oh, zugeklebt. Schauen wir mal. Oh, wow, Energiekarte. Ein Molunk, ein Iskala, Alola Slimer, Golbat, Valmar, Glumanda, eine Rettungstrage, Fleckmon, ein Nestball und ein Laternecto. Wow. Mann, die Karten, die sind so. Ich dachte jetzt kurz, was ist das denn? Aber die ist echt dünn. Die ist echt dünn. Also die geht. Wobei, die sind alle ziemlich dünn. Wow, Wahnsinn. Diese Kartenqualität, ey. Puh. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Bonus. Tobi? Ich glaube, Tobi war es, oder? Tobias. Ich glaube, Tobias. Und dann haben wir hier noch die Karten zum Unterschreiben. Welche Karten sollen wir denn hier unterschreiben? Gucken wir mal. Oh, ein Flamiao. Ein Medirass und ein Alola Mauzi. Natürlich, das machen wir doch. Stefan von Pokémon JM. Okay, ist ein bisschen retarded worden. Stefan von Pokémon JM. Und noch einmal. Okay, ich unterschreibe hier, weil das hier so dunkel. Ich schreibe hier auf der Rückseite. Stefan von Pokémon JM. Alles klar. Und dann schicke ich die Karten direkt wieder zu dir zurück, Tobi. Vielen, vielen Dank nochmal für den Bonus. So, und als letzten Brief haben wir hier noch diesen fetten, der schon seit Tagen bei mir rumliegt. Seit Tagen, seit Wochen eigentlich schon fast. Von Lars. Bin mal gespannt, was der gute Lars mir geschickt hat. Der Boy. Wow. Mit Brief öffnen und alles. Was meinst du? Und alles lesen. Brief, okay. Unten alles lesen. Oder was willst du von mir? Mann, hier sieht's aus, ey. Unglaublich. So. Wow. Moin, Steffi. Hier ist der Lars. Alle Karten sind in Brief. Zwei, ah ja. Ich hoffe, du freust dich nicht über den Brief und fängst an zu heulen, da dir vieles bevorsteht. Als erstes holst du dir die ewige Anfangkarten und nimmst 13 Random Cards daraus. 13, damit du nie mehr Packlack hast. Was meinst du? Als erstes holst du die Ener Alle Karten sind im Brief 2. Okay, wait. Was hast du vor, Lars? Dude, what the fuck? Wo ist meine Schere? Das wird etwas länger dauern. Wow. Okay. Was willst du von mir? Die ewige Anfang, das sind die hier normalerweise. Ach, come on, Dude. Ey, überall zugeklebt. Lars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das sind aber nur 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was? Alter, ich kenne mich null aus. Okay, lesen einfach mal weiter. Als erstes holst du die ewige Anfangkarten und nimmst 13 Random Cards daraus. Damit du nie mehr Packlack hast. Wenn du die Karten hast, liest da weiter. Wenn du die Karten noch nicht hast, dann mach das jetzt sofort.
Wo denn? Wo soll ich 13 Karten rausnehmen? Wo, Lars? I don't get it. Oder meinst du hier raus? Das sind ja Sun and Moon und... Was willst du von mir? Das sind Codekarten. Was willst du von mir, Lars? I don't get it. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Symbol von ewiger Anfang war. Das hier ist normalerweise das ewige Anfangzeichen. I don't get it. Aber es sind nur 10 Karten. Was steht hier drauf? Zu 1. Die Karten. Aha. Hier sind wieder nur Codekarten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auch bloß wieder 10. Lars, was willst du von mir? Was? Ich verstehe es nicht. Ich hoffe jetzt echt, dass das Video nicht laggt. Ich sehe nämlich gerade die ganze Zeit im Monitor, dass es laggt. Oder hoffentlich ist es nur mein iPhone, das hier so laggt. Oder die Monitorübertragung. Leck mich am Arsch, ey. Sorry für den Ausdruck. Okay, so, dann nimmst du 3 Karten daraus und unterschreibst die. Und 2 schickst du mir. Und die andere verlost du sofort. Wenn du das nicht machst, darfst du die Karten nicht nehmen. Bitte auf meine 2 meinen Discord-Namen draufschreiben. Inklusive den griechischen Buchstaben. Die andere lässt du da. Lässt du so. Du schickst die 2 Autogrammkarten an mich, damit du 70 Cent in den Sand legst und die anderen Karten bekommst. Ich gebe dir noch ein paar benutzte Codes dazu. Hahaha, zeige 13 davor in der Kamera. Was willst du von mir, ha? Okay, damit die Code-Abstauber leiden müssen, falls welche kommen. Freiwillige Aufgabe ist, dass du mir, wenn ich 16 bin, Officer gibst. Bitte, danke. Hier ist jetzt der Stuff und das Pack nur auf achten, wenn du alles gemacht hast, wie es da steht. What the fuck, ey? Was? Okay, hier sind... Achso, das sind alles. Sind das alles ewige Anfangkarten? Was ist hier drin? Junge! Oh, snap! Wow! Gerippte Karten. Cool. Deckelas. Wow, das hatte ich sogar schon. Das Pikachu. Das auch. Aber die nehme ich trotzdem beide gerne. Vielen, vielen Dank. Wenn ich jetzt hier noch irgendwie 13 random Karten nehmen muss und die unterschreiben soll und irgendwie verschicken, dann mache ich das doch. Leute, wenn ihr eine unterschriebene Karte gewinnen wollt, die von Lars gesponsert wurde, dann schreibt einfach mal in den Kommentaren. Jeder, der gewinnen will, schreibt in die Kommentare 10-mal Hashtag ich will gewinnen. Du bist ein Loser, Lars. Das schreibt in die Kommentare, okay? Hashtag ich will gewinnen, du bist ein Loser, Lars. Das schreibt da alle rein. Wenn jemand die unterschriebenen, ich mische jetzt hier einfach mal. Das sind ja alles ewige Anfangkarten. So. Wann sieht's hier aus? Ich werf die dann alle weg, ey. Nee, das waren Scherz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Was sollen wir jetzt mit den 13 Karten nochmal machen? Wo ist der andere Brief?
Da ist er. Als erstes holst du die ewige Anfangkarten und nimmst 13 Random Cards aus. 13, damit du nie mehr Packluck hast. Wenn du die Karten hast, liest du weiter. Okay. So, jetzt nimmst du 3 Karten da raus. Okay. 1, 2, 3. Okay. Wären das auch noch ewige Anfangkarten gewesen. Ah, das wären auch noch ewige Anfangkarten. Ah, nein, das sind die, wo ich weggelegt habe, weil ich ja 13 rausgezogen habe. Okay. Wir haben die 3. Verlost du sofort. Achso, okay, jetzt schauen wir, welche 3 haben wir. Wir haben ein Zubiris, ein Incognito und ein Felino. Stefan von Pokémon JM. Deine Karten hast und unterschreibst die. Und zwar, also 3 soll ich unterschreiben, ja logisch. Stefan von Pokémon JM. Alles klar. Und die dritte, da kritzel ich jetzt einfach ins Bild. Stefan von Pokémon JM. Voll ins Bild reingekritzelt. Und die kriegst. Genau. So. Bitte auf meine 2 Discord-Namen draufschreiben. What? Alter. Jetzt. Alter. Dein Discord-Namen. Den weiß doch ich nicht. Okay, ich misch die. Ich misch die, damit wir es random haben. Welche Karten du bekommst. Welche 2. So, jetzt haben wir 3 Karten. Und jetzt schauen wir mal, ich glaube, das war dieses komische Apo oder irgendwie so oder wie auch immer. Ich fand den Namen schon immer ziemlich doof, muss ich dazu sagen. Dein Name war noch nie cool. Und meine Katze miaut die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, ob man die dann im Video hört. Lars, wie hat er denn geheißen? Ich weiß nicht mehr, welche Farbe das du hast. Bist du nicht in der Höhenlaberecke sogar drin? Ah, da ist er. Oh, goddammit. Willst du mich verarschen? Das ist das Delta, oder? Ich schreibe das jetzt einfach so rauf. Alpha. Keine Ahnung. Und Omega ist es, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das habe ich so richtig gemacht. Und auf die. Und hier so. Okay. Du bekommst ein Felino und ein Incognito. Dann wird diese tolle Karte hier verlost. Dieses tolle Zubiris. Einfach mit dem tollen Autogramm drauf von mir. Wenn die tatsächlich jemand irgendwie haben will, in die Kommentare nochmal schreiben. Hashtag ich will gewinnen. Lars, du bist ein Loser. Genau, gut. Das war's dann für heute mit dem Cardspinner. Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Wir öffnen. Ich glaube, wir öffnen die Zoroark-Box. Ich glaube, wir öffnen die Full Art Zoroark-Box. Genau, das machen wir das nächste Mal. Und dann. Ja, am Sonntag. Wir sehen uns am Sonntag. Ansonsten meinen Gaming-Channel auschecken. Da streame ich momentan Pokémon Naranja. Ziemlich lustige Story und so, ein Pokémon Rom-Hack ist es und ja, bis zum Sonntag dann. Macht's gut, Leute, bis dann, ciao! Feel me out with your smile.